Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kampagnenauftakt der neuen Kampagne der Linkspartei gegen prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen. Ich begrüße Sie ganz herzlich auch im Namen von Katja Kipping und Bernd Rieksinger, aber auch im Namen all derer, die in den letzten Monaten daran gearbeitet haben, dass wir heute hier stehen und die Kampagne vorstellen können. Bundeskanzlerin Merkel sagt, Deutschland geht es gut und das ist ein Grund zur Freude. Die zentrale Botschaft der Regierung an Sie und an uns alle lautet, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Es ist für alle gesorgt. Ein Ziel der Kampagne, das kann ich schon vorweg sagen, ist es übrigens, die Menschen wieder in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Und weil wir das ernst nehmen, haben Sie auch heute den Vortritt. Und wir haben drei Leute eingeladen, die Ihnen im Jahr 2015 Ihre Botschaft mitgeben wollen. Ja, guten Morgen. Ich heiße Doris, bin 61 Jahre alt, wohne in Berlin und habe mehr als drei Jahrzehnte einen eigenen Betrieb geleitet, bis ich 2006 dann nach der Insolvenz Hartz IV beantragen musste. Und da war schon der erste Schock. Das erste Gespräch sah so aus, dass meine ganze Lebensleistung, die ich davor hatte, nichts mehr wert war. Ich wurde einfach wie ein unmündiges Kind behandelt. Und das ist auch heute noch so im System ist, wer nicht spurt, wer nicht brav ist, wird sanktioniert. Das heißt, vergleichbar, so wie ich früher einfach mit einem Taschengeldentzug bestraft wurde, wenn ich mal nicht ganz so lieb war. So geht es uns heute als erwachsenen Menschen in Bezug mit Hartz IV. In der ganzen Zeit wurde mir auch nicht einmal irgendein sozialversicherungspflichtiger Job angeboten, von dem ich hätte existieren können, ohne Unterstützung. Stattdessen wurde ich von einer Maßnahme in die andere geschickt, die meistens sinnlos war. Was nützt mir denn das fünfte Bewerbungstraining, wenn es einfach nicht genug Erwerbsarbeit gibt? Wenn auf eine offene Stelle acht Bewerberinnen kommen, da bin ich nicht so dumm, mich zu bewerben, sondern es ist einfach keine Arbeit da, von der man leben kann. Zweites, wir sollen ja so im Sprachgebrauch sind wir Kunden. Ja, bloß ich habe gelernt, Kunden werden höflich und respektvoll behandelt. Das ist dort nicht. Im Gegenteil, man wird entwürdigt, man wird klein gehalten. Man fühlt sich wirklich wie in die Kindheit zurückversetzt. Moment, sorry, jetzt habe ich für einen Moment den Faden verloren. Also neben der unwürdigen Behandlung ist es auch so, dass die Rechte, die wenigen Rechte, die wir noch als Transferleistungsbezieher haben, missachtet werden. Deshalb kann ich also nur sagen, wir müssen gemeinsam etwas dagegen tun. Ich engagiere mich in der Beratung von Erwerbslosen. Ich unterstütze Erwerbslose. Wir gehen gemeinsam zu Terminen, weil man geht nicht alleine zu seinem Sachbearbeiter und vor allen Dingen, man unterschreibt auch vor Ort niemals direkt die Eingliederungsvereinbarung. Man spricht sie durch, liest sie durch und lässt sich da auch helfen und beraten. Deshalb mein Entschluss und mein Ruf an alle, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir vielleicht etwas ändern. Das ist mein Motto. Danke. Ja, ich bin Moritz, ich bin Student. Ich bin vor 6 Jahren hier nach Berlin gekommen, um zu studieren. Auch aus einem Grund, nämlich weil die Mieten hier günstig waren. Hier war es günstig zu leben. In den letzten Jahren haben wir allerdings mitbekommen, dass sich viel verändert hat. Also ich habe mehrere Mieterhöhungen bekommen. Das Verhältnis sozusagen, was ich aus dem BAföG bekommen habe, um meine Miete zu bezahlen und der tatsächliche Mietwert ist total auseinandergegangen. Auch mit dem Nebenjob ist es kaum noch aufzufangen, diese Mietsteigerung. Und wir sehen das auch ganz stark, wenn wir in den Kiez gucken, da wo ich lebe, Neukölln, wie der sich verändert hat die letzten Jahre. Es gibt Eckkneipen, die zumachen müssen. Man bekommt immer mehr mit, dass Nachbarn wegziehen müssen. Also ein schockierendes Beispiel für mich war tatsächlich ein Bekannter, der schon in älterem Jahrgang tatsächlich eine Mieterhöhung bekommen hat. Das wurde vom Jobcenter nicht übernommen. Er musste wegziehen an den Stadtrand von Berlin und wurde, obwohl er ein allseits bekannter Mensch im Kiez war, aus seinem Lebensumfeld rausgerissen. Für diesen Menschen hat das tatsächlich eine Katastrophe dargestellt, diese Veränderungen im Kiez.
Es ist allerdings auch so, dass es natürlich Widerstand gegen diese Veränderungen gibt. Die Leute sind empört über das, was dort vor sich geht. Und wir in Berlin haben zum Beispiel einen Mietenvolksentscheid gestartet, um unsere Kieze gegen Spekulanten und gegen die Politik der Aufwertung zu verteidigen. Und genau dazu will ich auch noch mal einladen, dort mitzumachen. Hallo, ich bin Dana, ich bin Intensivkrankenschwester, ich komme von der Charité und wir befinden uns gerade in einem Warnstreik für mehr Personal. Deswegen stehe ich auch hier. Ich bin seit über 15 Jahren im Beruf und erlebe die Auswirkungen der Ökonomisierung des Gesundheitswesens am eigenen Leib. Es wird an vielen Stellen gespart, es wird vor allem aber am Personal gespart, am Pflegepersonal. Die Zeit auf der Station wird immer knapper für unsere Patienten. Ich habe einfach zu wenig Kolleginnen, um die schwerkranken Patienten auf der Intensivstation zu versorgen. Ich kann meinem Anspruch an meiner Arbeit nicht mehr gerecht werden, weil die Arbeitszeit so enorm groß ist, dass es mir an Zeit fehlt für psychosoziale Gespräche, also für die Fürsorge am Patienten direkt. Und das spüren auch die Patienten, die sich jetzt auch im Streik mit uns sehr solidarisch erklären. Die Zustände im Krankenhaus rauben mir aber nicht nur Arbeitszeit, sondern Tatsache auch Lebenszeit. Ich habe nicht mehr genug Freizeit, beziehungsweise die Freizeit reicht nicht aus, die ich habe, um mich zu erholen. Wir springen ständig aus dem Frei ein, um halt die Lücken zu füllen. Wir machen viele Überstunden und nehmen wenig Pause. Deswegen stehe ich mit vielen Kollegen an der Charité im Streik für mehr Personal, für Entlastung und bessere Ausbildungsqualität. Danke. Sie sehen, prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse haben viele Gesichter, Erwerbslose, die nicht wissen, wie der nächste Job aussieht und die nicht aus der Erwerbslosigkeit rauskommen. Die Verkäuferin, die 1400 Euro netto hat, aber bei 700 oder 800 Euro Miete im Monat in hohem Maße unsicher leben muss. Die Krankenpflegerin, die Erzieherin, die nicht wissen, wie sie mit der Arbeit rumkommen und insbesondere die Menschen nicht ordentlich behandeln können, denen es ohnehin nicht gut in der Gesellschaft geht, oder die Rentner und die Rentnerin, die mit einer kümmerlichen Rente nicht wissen, wie sie über den Monat kommen sollen. Die Bundesregierung behauptet, wir haben ein Beschäftigungswunder. Das ist gelogen. Umgerechnet in Vollzeitarbeitsplätze haben wir den gleichen Stand wie vor 20 Jahren. Aber dramatisch zugenommen hat die Deregulierung und damit eben in jeder Hinsicht unsichere und nicht planbare Arbeits- und Lebensverhältnisse. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt in prekären Lebensverhältnissen und rund ein Viertel der Beschäftigten arbeitet in prekären, also wie gesagt unsicheren Arbeitsverhältnissen. Und das, obwohl wir in Deutschland ein reiches Land sind und allen Menschen eine sichere Zukunft gewährleisten können. Unter dem Strich heißt das alles, dass die Menschen, dass ein Viertel bis ein Drittel der Menschen sozial und kulturell und inzwischen auch politisch ausgegrenzt werden von einer vollständigen Teilhabe an den gesellschaftlichen Möglichkeiten. Aus diesem Grund haben wir eine Kampagne entwickelt, das muss drin sein, mit fünf Forderungen. Wir wollen Ihnen jetzt diese fünf Forderungen kurz vorstellen. Die erste Forderung heißt: Befristung und Leiharbeit stoppen. Wir erleben, dass Befristungen, Leiharbeit, Werkverträge, Mini- und Midi-Jobs, Unterbeschäftigung durch unfreiwillige Teilzeitverhältnisse und vieles andere mehr fest eingewebt sind in die Produktions- und Dienstleistungsstruktur. Sie sind ein Viertel der Beschäftigten oder umfassen ein Viertel der Beschäftigten und zwar unabhängig von der wirtschaftlichen Konjunktur. Auch im Aufschwung lässt das nicht nach. Es bleibt ein Dauerzustand. Und viele, nicht nur junge Menschen, gehen von einer Befristung in die andere und müssen es als normal finden, dass sie ihre Zukunft nicht planen können. Jeder zweite Arbeitsplatz, der neu abgeschlossen wird, oder Arbeitsvertrag, der neu abgeschlossen wird, ist befristet. Und die Menschen müssen hoffen, dass es dann irgendwann mal in ein unbefristetes Verhältnis übergeht. Sprich, sie können ihre Zukunft nicht planen, sie können
sich auch oft nicht organisieren, an Streiks teilnehmen. Das schränkt auch die gewerkschaftliche Organisierungsfähigkeit ein, verschiebt die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit. Deshalb ist eine ganz wichtige Forderung, Leiharbeit und Befristung stoppen. Ein erster Schritt muss sein, dass sachgrundlose Befristungen, also ohne dass es dafür überhaupt einen Grund gibt, sofort beendet werden und dass auch die sogenannten Kettenarbeitsverträge, wo Menschen viel Befristungen hintereinander haben, ohne dass es in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übergeht, eingeschränkt werden. Von Doris Hammer haben wir gehört, was mit Menschen passiert, die aus dem System herausfallen. Wir haben als Linke plakatiert, Hartz IV ist Armut per Gesetz. Wir sind sehr dafür kritisiert worden, das wäre zu platt. Nach über zehn Jahren Erfahrung mit Hartz IV können wir sagen, man muss das in der Tat noch erweitern. Hartz IV ist nicht nur Armut per Gesetz, sondern auch Ausgrenzung und Schikane. Mit Hartz IV werden, das hat ja Frau Hammer sehr anschaulich geschildert, erwachsene Menschen quasi zu unmündigen Untertanen, denen man etwas vorschreiben muss, die man quasi angeblich erziehen muss. Und dazu gehört zum einen das Sanktionssystem, was Leistungskürzung bis auf null vorsieht. Das heißt, es gibt 0 Cent. Das heißt, das Sanktionssystem zwingt einen, sich zu bewerben, teilweise auf Stellen, auf die sich 100 Menschen bewerben. Hauptsache, man simuliert, dass man sagen, nach Erwerbsarbeit strebt. Und das Sanktionssystem führt auch dazu, dass man zu jeder Beschäftigungsmaßnahme, und sei sie noch so fragwürdig, Ja sagen muss. Dazu gehören auch so fragwürdige Maßnahmen wie Unkrautjäten im Winter. Zum Hartz-IV-System gehört auch, dass die Menschen knapp gehalten werden. Die Berechnung der Hartz-IV-Regelsatz ist politisch bewusst klein und niedrig gerechnet worden und garantiert keine Teilhabe an dieser Gesellschaft. Hinter Hartz IV steht das zentrale Ziel, die Verantwortung für Erwerbslosigkeit zu verschieben. Nicht das System oder die Politik in die Verantwortung zu nehmen, sondern den Eindruck zu erwecken, der Einzelne sei schuld daran. Wir sagen aber ganz klar, Erwerbslosigkeit und Prekarität liegt nicht an dem Einzelnen, sondern ist Ergebnis dieses Wirtschaftssystems. Wir wollen Hartz IV abschaffen und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzen. Und dafür ist es wirklich höchste Zeit. Unsere dritte Forderung hängt ebenfalls eng mit anderen zusammen. Sie sehen, es geht ums Ganze. Wir sagen, Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst. Wir haben es ja in dieser Gesellschaft so geregelt, dass die vorhandene Erwerbsarbeit so verteilt ist, dass diejenigen, die Arbeit haben, zunehmend mehr Stress erleben, weil sie unbezahlt Überstunden in Kauf nehmen müssen, Arbeitsverdichtung erleben, währenddessen diejenigen, die einmal Langzeit erwerbslos sind, Stress haben, weil sie sich ein ums andere Mal erfolglos bewerben müssen. Viele Menschen sind in unfreiwilliger Teilzeit oder in Minijobs, von denen sie nicht leben können, währenddessen andere halt entsprechend an Überstunden leiden. Und vor dem Hintergrund sagen wir, was es braucht, ist, dass kürzere Arbeitszeiten für alle zum Standard werden. Das heißt aber eben auch keine unfreiwillige Teilzeit. Und es gibt viele Gründe, die für kürzere Arbeitszeit als Standard für alle sprechen. Ich will nur 3 nennen. Zum einen schafft das mehr Stellen gegen ungewollte Erwerbslosigkeit. Zum zweiten ermöglicht eine kürzere Arbeitszeit als Standard für alle eine viel bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ermöglicht eine bessere Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern. Denn wenn einer 40 Stunden und viele Überstunden machen muss, heißt das in der Regel, dass ein anderer in der Familie mehr Sorgearbeit wegtragen muss, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen. Und dreimal darf man raten, wen das in der Regel trifft. Das sind noch eher die Frauen. Und drittens, kürzere Arbeitszeiten sind eine hervorragende Stressbremse, ein gutes Mittel zur Prävention von Burnout und damit ein wichtiges Mittel, um die Arbeitswelt zu humanisieren. Und wir kommen zu unserer vierten Forderung, die vierte Säule in der Kampagne. Wir sprechen ja davon, dass es 5 Finger einer Hand sind, die zusammengehören. Wohnung und Energie bezahlbar machen.
Von Moritz Wittler haben wir gehört, wie Gentrifizierung in Berlin wirkt, wie bezahlbarer Wohnraum selbst für Menschen mit geregelten Einkommen zwischen zum Luxus wird. Seit 1996 sind die Mieten in Berlin um 46% gestiegen. Es fehlt allein in Berlin an 120.000 bezahlbaren Wohnungen. Deswegen meinen wir, das ist ein zentrales Thema. Wohnen ist ein Grundrecht und darf nicht einfach zum Luxus werden. Wir wollen die Rechte der Mieterinnen und Mieter stärken. Und dazu gehört zum einen, dass der soziale Wohnungsbau endlich wieder angekurbelt wird und dass die Fördergelder dafür auf ein entsprechend hohes Niveau gesetzt werden und man eben nicht davon abhängig ist, dass das auf dem privaten Kapitalmarkt funktioniert. Es gab mal früher die Faustregel, man soll nicht mehr als ein Drittel seines monatlichen Nettoeinkommens für Miete und Energie ausgeben. Das ist in vielen Städten inzwischen kaum noch möglich. Und vor dem Hintergrund sagen wir, wollen, dass das wieder zum Standard wird. Und das heißt mehr sozialer Wohnungsbau, mehr Rechte für Mieterinnen und Mieter. Die letzte Forderung, die fünfte, ist mehr Personal in Erziehung, Gesundheit und Pflege. Wir haben es gerade gehört, die Beschäftigten der Charité streiken für eine bessere Personalbemessung in den Krankenhäusern. Die Erzieherinnen sind gerade auf der Straße und die Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen für mehr Geld und mehr Anerkennung ihres Berufes. Dahinter steckt, dass wir wirklich eine Misere haben im öffentlichen Sektor in diesen Bereichen. Diese Misere, zu wenig Personal, kommt natürlich durch die ganze Schuldenbremse, durch die ganzen Kürzungen, durch die ganzen Privatisierungen in der öffentlichen Daseinsvorsorge. In besonderem Maße leiden die Beschäftigten und die Patientinnen und Patienten, die zu Pflegenden und auch natürlich die Kinder und die Schüler unter dieser Situation. Es findet eine Zunahme prekärer Beschäftigung in diesen Bereichen statt und es findet auch geht auch insbesondere zu Lasten der sozial Schwächeren, die oftmals früher nach Hause geschickt werden oder denen ihre Kinder nicht genügend gefördert werden oder die nicht gesund gepflegt werden. Deshalb die Forderung mehr Personal in Gesundheit, Pflege und Erziehung. Wir haben fünf Forderungen, die eigentlich Selbstverständlichkeiten sind. Und unser Ziel dieser Kampagne ist, Mehrheiten in der Bevölkerung für diese Forderungen zu gewinnen. Und wir sagen, diese Forderungen sind eigentlich in einer reichen Gesellschaft oder nicht eigentlich, sind Selbstverständlichkeiten. Und deshalb heißt unsere Kampagne, das muss drin sein. Es muss einfach drin sein, dass Mindestsicherung existiert statt Sanktionen und ohne Sanktionen statt Hartz IV. Es muss drin sein, dass Leiharbeit und Befristungen gestoppt werden. Es muss drin sein, dass Wohnen und Energieversorgung bezahlbar sind. Mehr Personal in Gesundheit, Pflege und Erziehung muss drin sein. Und statt Dauerstress und Minijobs Arbeit umverteilen, auch das muss drin sein. Das sind Selbstverständlichkeiten und wir wollen so viel Druck in der Gesellschaft organisieren durch eine langfristig angelegte Kampagne, dass egal welche Bundesregierung in den nächsten Jahren im Amt ist, sie diese Forderungen umsetzen müssen. Wir haben da ein gutes Beispiel. Auch den Mindestlohn hat die Linke vor 10 Jahren auf die Schiene gebracht. Keine andere Partei hat diese Forderung aufgegriffen und nach ungefähr 12 Jahren Kampagne und viel Unterstützung durch Gewerkschaften, die diese Forderungen aufgegriffen haben, andere, musste eine konservative Kanzlerin ein Mindestlohngesetz unterschreiben, an das sie vor 5 Jahren niemals gedacht hat. Wir glauben, dass diese Forderungen, die wir auflegen, schon heute eine große Verankerung in der Gesellschaft haben und dass, wenn uns das gelingt, umzusetzen in politische Aktivität und in Mobilisierung, dass wir dann auch realistisch einige dieser Forderungen auf dem politischen Feld durchsetzen können und ganz konkrete Verbesserungen für die Menschen erreichen können. Ja, diese Kampagne sagt ausdrücklich nicht, ihr müsst uns nur wählen und schon wird alles gut.
also schadet nichts, aber das ist auf jeden Fall eine Mitmachkampagne. Wir sagen, wir wollen diejenigen, die von Prekarisierung von Lebens- und Arbeitsweisen betroffen sind, in den Mittelpunkt stellen. Die jetzigen Herrschenden setzen ja ganz stark auf Spaltung und darauf, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Der illegalisierte Migrant wird gegen den Erwerbslosen ausgespielt, der Erwerbslose gegen den prekarisierten Leiharbeiter, der Leiharbeiter gegen den Kernbelegschaftsmitarbeiter, die Solo-Selbstständige wiederum gegen Erwerbslose. Und wir meinen, man darf nicht in diese Falle tappen, sich gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern die Solidarität muss wieder im Mittelpunkt stehen, weil am Ende sind alle von Prekarisierung in ganz unterschiedlichen Ausführungen betroffen. Diese Kampagne besteht aus verschiedenen Elementen und will auch nochmal sagen, es gibt ein Dach, das haben wir Ihnen vorgestellt, das ist der Slogan, die Forderung, die Hand mit den fünf Fingern als Symbol, aber darauf beschränkt sich das nicht, weil wir wollen ausdrücklich regionale Aktionen und Ideen, das Regionale ist ein Puzzlestein dieser Kampagne, also sie besteht sozusagen aus vielen kleinen Elementen, wo Mitmachen und die Kreativität der Einzelnen, der vielen gewünscht ist, das muss drin sein.